Willkommen zurück. Ja. Gehen wir mal mit Na los. unserem Kollege Schnürschi. Wie sieht's aus? Okay. Die hat noch. Mann, war das anstrengend. Die pferchen die Dinger so gar hier unten ein? Das hier ist für sie heiliger Boden. Hier unten haben sie die Las Plagas entdeckt. Eingeschlossen in uralte Bernsteinvorkommen. Na klar, was auch sonst. Ja. Aber ist Bernstein nicht normalerweise braun oder hellbraun? So ein karamellfarbenes? Oder habe ich irgendwas verpasst? Ach du Scheiße. Okay, hier ist kein. Wenn der schon so vorprescht, dann ist hier auch keine Sau. Du willst doch nicht etwa mit diesem Ding fahren. Sie. Einmal speichern. Aufbewahren. Hast du noch eine andere Möglichkeit? Laufen. Schieb uns an, Sancho. Auf. Wen nennst du hier Sancho? Genau. Mal. Weil das ist wahrscheinlich eine Filmsequenz, oder? Damit sollten wir etwas Zeit gewinnen. Ich glaub nicht, was ich hier mache. Hey, wir haben's eilig, oder? Ach, übrigens. Was noch? Stehst du auf Nervenkitzel? Okay, anscheinend ist das kein. Wir entgleisen! Ganglin! Hey, wir kippen zur Seite! Scheiße! Unternimm was gegen diese Bretter! Hey, wechsle das Glas! Wenn nicht, sind wir Matsch! Ja, das ist cool gemacht. Das ist cool gemacht. Wir entgleisen! Hilf mir mal kurz! Wir kriegen Besuch! Pass auf! Da vorne! Schieß auf die Bretter! Sieht nicht gut aus. Ich hoffe, die Lore hält. Linkskurve! Scheiße, das Ding wird kippen! Das Ding ist ziemlich mitgenommen. Pass ein bisschen auf, okay? Trouble. Charlie, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut. Kommst. Ja, kann man sehen, wie man. Kann man, glaube ich, sehen, wie man möchte. Hast du denn das neue Resident Evil schon gespielt? Was gab's denn bei dir im Stream? Sind wir da? Ah, sind da. Das freut mich. Kann ich dir nur empfehlen. Also kann ich jetzt dir nur empfehlen, das ist voll gut. Los. Also ich bin mega gehypt und sehr am Suchten. Das hört sich schon alles nicht so berauschend an. Hier hängt doch wieder irgendwas rum. Das ist wahrscheinlich wieder da oben, oder? Oh, ich hätte schon wieder Leute. Oh, Dead by Daylight. Dead by Daylight ist cool.
Ich habe gesehen, Dead by Daylight hat wieder ganz viele Karten und Gegner und so. Also neue Karten und neue Killer. Hast noch keins davon gespielt? Kein einziges? Oh, scheiße. Ah! Ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Oh nein. Ey, eine Weinkanne. Also ich kann dir manche kann ich dir echt empfehlen. Also ich habe bis jetzt auch noch nicht alle gespielt. Aber Resident Evil 7 und Village kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Die sind cool. Hier quietscht. Ich höre was. Ich höre was quietschen. Wo ist das? Ich höre hier irgendwo was quietschen. Da oben ist er. So, 3 von 16. Ah, cool. Habe ich früher auch gemacht. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich Dead by Daylight angefasst habe, ist, glaube ich, auch noch ein bisschen länger her. Du kannst dir, wenn du möchtest, bevor du dir das kaufst, okay, weiter geht's. Oh nein, ich will nicht. Ja, danke, Leon. Ja, auch. Nicht von überzeugt. Ich bin überhaupt nicht. Ich meine, das muss ja voll Spaß machen, aber. Hey, wir kippen zur Seite! Scheiße, das Ding wird kippen! Hey, hörst du, was ich höre? Okay, hier habe ich unendlich Schuss. Oh, ha! Ja, ich geb mir Mühe. Ich geb mir Mühe. Hui! Gab's nicht mal bei Tomb Raider auch so ein Teil? Bei dem alten Tomb Raider Teil, da gab's auch so ein Level-Abschnitt, wo du mit dem Karren durch die Gegend fahren musst. Ich sehe nichts. Ich komme mir ein bisschen vor wie bei Gringotts. Ich treff den nicht. Ah, ich treff den nicht. Aber. Endstation, Arschloch. Einmal bitte nach links. Obwohl ich den Tor. Oh, ja, 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 ja. Gott, Himmel. Nein. Ah. Guck mal,
Oh, das sah, sieht aus wie ein riesiger Pilz. Pali, ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke für den Raid. Ich freue mich, dass du da warst. Und viel Spaß beim Durchlurken meines Let's Plays Kanals. Dein scheiß Ernst? Einfach ist das dein Ernst? Spring! Okay, das nimm jetzt schon, ey. Hey, Luis, hilf mir mal. Was hab ich übers Vorwarnen gesagt, Herr Sancho? Frag halt. Oh, Mann. Das war doch voll easy. Aber eigentlich passt es ganz gut. Es war ganz... Komm. Wir nehmen den Lift. Wir nehmen erstmal gar nichts. Erstmal gucke ich mich hier um. Da ist was. Okay, ich gehe mal davon aus, dass wir gleich irgendwo hier lang latschen. Damit habe ich das verdient. Auf dem Weg außenrum kommen wir auch hin. Na los. Ist das nervig. Danke. Ja, ist es. Leck mich am Arsch. Okay, ich kann da. Okay, es macht keinen Unterschied, wo ich lang gehe. Ob ich mich erschrocken. Kann das nicht einmal, ein einziges Mal in unserem Leben mal gut gehen? Oh nein. Oh. Ich hab's geahnt. Pass auf! Diese Dinger können sich tarnen. Ich weiß. Noch wer? Oh Gott, aber. Oh, jetzt geht wieder dieses Gematschen los. Was haben wir denn hier mit einer Aufgabe? Alle Engel zur Brutstätte zerstören. Das ist doch cool. Machen wir. Instant. Alle Eingänge zur Brutstätte zerstören. Okay. Ja, wir müssen jetzt mal alle Eingänge finden. Teufel soll das werden? Tut mir leid, du stehst im Weg. Oh, sorry. Okay, außenrum, das heißt. Boah, Alter. Langsam habe ich genug. Es ist ja cool, dass sie immer wieder kommen, aber da geht mir so langsam die Muni aus. Eingänge zum Dings. Da oben. Nee, da ist keiner. Wie wär's, wenn du dich um die kümmerst? Bin dabei. Wie wär's mit weniger reden und mehr schießen? Hey, ich hab das Köpfchen, du die Muskeln. Oh, dein Ernst. Jetzt hab ich... Mein Gott, ey. Nee. Ich hasse die Viecher. Ich hasse Insekten generell. Ich finde die richtig nervig. Warte mal. Ah. Da.
Was meinte der mit Eingang? Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Eins, zwei, drei. Wo ist denn der vierte? Der vierte ist so näher auf der anderen Seite, oder? Der fährt ja von der anderen Seite. Warte, bevor wir. Ich gehe jetzt einmal gucken. Ich gehe mal eher nicht davon aus. Der vierte ist da. Also muss ich. Okay. Müssen wir doch einmal drumherum. Aber nicht von der Seite, sondern von der anderen Seite. Achso, ich habe wieder. Ich habe zu wenig Schießpulver, aber was wir mal machen können. Einmal das. Doch, können wir. Magnum-Muni. Nee, geht. Magnum-Muni. Das Gefühl, ich. Der Händler ist mir eindeutig zu oft da. Der ist mir eindeutig zu oft da. Hi. Oh Gott. Mein Herr. Mensch. Kinders. Leck mich am Arsch. Ich erschreck mich jedes Mal. Leck mich doch am Arsch. Wow! Dankeschön für dein Follow. Grace Blaster, Dankeschön für dein Follow. Ich hoffe, dir geht's gut. Und herzlich willkommen bei mir im Stream. Hast du denn schon die neuen Resident Evil Teile gezockt. Mir geht's gut. Ich sterbe hier 2000 Tode wegen den komischen hässlichen Viechern. Ah. Einer, nein! Eins. Ich sterbe hier 1000 Tode. Also, kann ich nur empfehlen. Ich kann es nur empfehlen, das Remake zu zocken. Mission erfüllt. Ich habe abgesehen von Resident Evil Village und 7 und 5 habe ich sonst keins gespielt. Also ich habe keinen Vergleich. So wirklich. Okay, ich höre irgendwas noch rumflattern. Liegt da ein Herz oder was liegt da? Sieht aus wie ein Herz. Da oben ist noch eins. Wie der hat sich rum. Oh, warte. Oh, warte mal. Ich habe da einen Schatz vergessen. Also wenn du mal Bock auf Village und 7, also Biohazard, in voller Länge hast, auf meinem YouTube-Kanal sind die vertreten. Können wir? Hey, ein goldenes Plättchen. Haben wir da alles? Jo. Aber ich muss zugeben, dass der Teil
gefühlt viel länger dauert, den durchzuspielen als Village. Village fand ich ging sehr schnell durchzuspielen, aber der Teil braucht Ewigkeiten. Welches ich am besten finde? Ja, Village und Biohazard. Village und Biohazard. Hä? Okay. Und da ist der Händler wieder. Hallo. Dein Auftrag ist vom Tisch, was? Gute Arbeit, Partner. Gute Arbeit. Na dann, was kann ich für dich tun? Hey, gute Entscheidung. Ich weiß, ich sage das oft, aber ich meine es ernst. Reise. Willkommen. Okay, wir müssen mal... Im Fremder. Oh, darf... Wir haben hier noch gar keine Diamanten eingefügt. Mir da willkommen. Einmal verkaufen. Wofür kann ich dich begeistern? Besten Dank. Habe ich sonst irgendwas, was ich nicht brauchen kann? Ja, die MP-Muni. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Kann ich denn mal die kaufen? Ein Spray hätte ich gerne. Ein paar Vorratskäufe? Gute Entscheidung. Verkauf. Skull Shaker. Das ist, was ich derzeit habe. Ich habe keinen Platz für irgendwas. Es wäre, wenn die mal beim Händler einen Jumpscare verstecken, da flügelt man sich selber am sichersten. Boah, das wäre assi. Das wäre assi. Das wäre mehr als assi. Ich sterb ja jetzt schon 1000 Tode in dem Spiel. Das wäre gemein. Auf jeden Fall wäre das richtig assi und gemein. Einmal rein. Nenn mich ruhig pingelig. Probier mal, ob's passt. Weiterhin viel Glück, Fremder. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Wäre das dann Akkom jederzeit wieder. Also ich werde das auf jeden Fall. Ich will ja das Spiel ausmachen. Glaubt mir, es gab in Village und in Biohazard, also in 7, genug Momente, wo ich echt am Überlegen war, auszumachen, weil ich mich einfach so hart erschreckt habe. So, gehen wir mal da unten. Ja, das sieht ja sehr lästig aus. Ich mag die Jacke, die er anhat. Bin ich erledigt. Da weiß man solche Technik doch zu schätzen. Ich kapier's nicht. Warum dein Leben riskieren? Ja, sehen wir, abgebrochen bin ich gut darin, Horrorspieler unbewaffnet zu sein. Du bist ja am Anfang, bist du ja nicht unbewaffnet. Also du läufst ja da rum, suchst sie in 7. Los Illuminados. Ich habe für sie gearbeitet. Siehst du, wusste ich's doch. Euch zu helfen, macht das nicht wieder gut. Das weiß ich. Ich lass sie mal eben ausquatschen. Aber ich will nicht, dass noch mehr Menschen zu Schaden kommen. Wenn das so ist, häng dich gefälligst rein. Harsche Worte für einen Knappen. Also was ich sagen wollte, 7 bist du am Anfang, bist du hier am Suchen? Endlich raus aus dem Höllenloch. Am Suchen? Die frische Luft und dann später hast du ja eine Waffe. Porfin. Denn wenn wir erstmal hier sind, bedeutet das, wir sind fast. Fast was? Luis! Oh nein! Lange nicht gesehen, Rookie. Major Krauser? Was soll das? Warum? Sicherung von Diebesgut. Und nebenbei Beseitigung von ein paar Ratten. Einfacher Job. Ashley.
Das waren sie. Du kapierst schnell! Was habe ich dich gelehrt? Messer sind schneller. Ja, mein. Oh nein. Du hast bei dem Fight von dem Vater in 7 hast du eine Waffe. Also du hast bei dem Fight vom Vater hast du direkt... Hast du eigentlich direkt eine Waffe? Erstmal heilen. Da hast du am Anfang hast du eine Waffe und du musst sie nur direkt sehen. Die liegt direkt auf dem Boden. Die kannst du dir eigentlich direkt schnappen, quasi. Wenn man nicht ein bisschen doof ist. Aber ja, wenn du durch das Haus schleichst, sagen wir am Anfang, am Vater vorbei, da hast du keine Waffe, nicht wirklich. Ja, die liegt... Der Polizist lässt die fallen. Der Polizist lässt die Waffe fallen und die liegt dann quasi vor dem Schrank. Ich musste beim ersten Mal, wo ich das gespielt habe, habe ich die auch nicht gesehen. Und dann habe ich das beim zweiten oder dritten Mal habe ich es gespielt. Und du kannst dir die quasi direkt schnappen. Genauso wie in die Schränken laufen. Aber wenn du das beim ersten Mal spielst, wie Kong zum Beispiel, dann siehst du das nicht direkt. Kann ich gegen den hier spielen? Oh. Ja, cool. Dann machen wir den Typen in der nächsten Folge. Ich freue mich. Tschüss. Willkommen zurück bei Resident Evil 4. Willkommen. Ich habe gerade was gekauft. Wofür kann ich dich begeistern? Ah, mir fehlen noch 5 Dinger. Mir fehlen noch 5 Stück. Verkaufen kann ich nichts. Ich kaufe fast alles. Aber ich kann zurückkaufen. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten. Die Uzi will ich nicht. Ich wüsste gerne, ob ich die schon aus... Ach nee, das sind die beiden, die ich vorhin verkauft habe. Nee, die Magnum... Habe ich die Magnum nicht? Wo habe ich denn die Magnum? Kann ich's. Und ist sie bei mir? Warte mal. Da ist die Magnum. Partner. Was wir aber machen, ist einmal Ordnung hier schaffen. Aber so... Also. So. Ich würde mal sagen, dann gehen wir mal direkt, Ashley retten. Fahren wir mit der Gondel mal rüber. Ich habe ein sehr mieses Gefühl, habe ich das schon mal erwähnt. Da ist der Uhrturm. Alter durch, Ashley. Es gab irgendeine Erfahrung mit dem Uhrturm. Irgendwas mit dem Uhrturm. Ich weiß aber nicht mehr, welche Errungenschaft ich da vorgelesen habe. Lass mal hier die Dinger kaputt machen. Ich habe vorhin erst gedacht, ich habe meinen Speicherstand verloren. Weil der sollte meinen Speicherstand nicht mehr anzeigen. Ich wäre richtig sad gewesen, wenn der weg wäre. Hätte ich die ganze Scheiße hier nochmal machen dürfen. Ich meine, dann hätte ich ein bisschen besser aufpassen können. Aber sonst. Wow, auf geht's. Oh.
Ja. Ach du Scheiße, was ist das denn? Oh. Sie sind überaus hartnäckig, Mr. Kennedy. Aber das hat jetzt ein Ende. Werft den Eindringling raus! Oh nee, sag jetzt nicht, ich muss gegen den... Oh shit. Mal ganz in Ruhe.